Yo, freundlich willkommen beim neuen Part Let's Play Arus Awakening. Hoffentlich der Final Boss. Dass ich zwei Parts für den brauche, das ist schon eigentlich. Die Dinger hören gerade nicht auf. Die Dinger haben gerade nicht aufgehört, einfach bei mir deinen Dex zu spawnen. Was soll das? Können die mal aufhören, bei diesem Punkt dann zu spawnen? Rechts spawnt gar nichts von denen. Aber links, da wo die Party ist. Oh mein Gott. Das Ding bewegt sich wieder nicht. Ah, kein Problem. Ich war nur gar nicht in diesem mittleren Ding, ne? Können das mal aufhören? Können die mal vorbeikommen jetzt hier? Dass ich die killen kann? Danke. Nee, das ist mir zu unsicher. Ja, die gut, die schießen alles hier rein, aber kommen nicht bei. Na, klasse. Ich bin zu dumm für dieses Spiel, glaube ich. Ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Das muss es sein. Das muss es einfach sein. Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Ich habe auch keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mittlerweile wieder an dieses Dings hier gekommen. Da ist das alles für mich. Bin ich schon zu alt für. Ich schieb's einfach mal auf mein Alter. So, rein da jetzt. Warum hatte ich am Anfang so einen Boost? Ist ein Indie-Spiel. Ist bestimmt verbuggt. Das kann nur ein Bug sein, Freunde. Ich schieb's einfach mal auf den Bug. Das Ding dreht sich jetzt relativ schnell. Und ich schaff's trotzdem nicht rein. Ja. Ich kann auch jetzt einfach safe machen. Ich sag mir jetzt einfach, Dude, ich teleportiere mich jetzt nur noch dahin, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich das krieg. Zurück, schwupp. So schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Da kriege ich sogar den Doppelkill hin. Fass ich ja jetzt nicht. Fass ich nicht. So, jetzt könnt ihr mich auch mal. Nur noch eins, Freunde. Und das ist so komisch da oben, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Machen wir es mal so, dass er sich direkt teleportiert jetzt hier. So. Ich komme da nicht dran, Mann. Warum ist es da so scheiße oben? Why? Muss man Maxims Worten zu fassen. Schon wieder so weit. Warum? Hallo? Oh, bin ich salty, Mann. Warum? Ach, das will mich doch hier flachsen. Ist das jetzt immer so?
Ja, kannst du weggehen? Danke. Komisch, ne? Bei den anderen, die gehen gleich weg. Was ist das jetzt hier? Okay, Zeit lassen, Zeit lassen. Ist das jetzt in den Ernst? Was? Was? Das war jetzt super easy peasy lemon squeezy. Das ist halt. Neue Highscore. Ich hab euch getrollt, Freunde. Ich hab euch getrollt. Ich hab euch getrollt. Ich muss euch das gestehen. Ich muss euch jetzt einfach was gestehen, Freunde. Und zwar. Hardcore. Ihr habt's nicht mehr alle. Und zwar habe ich eben eine Stunde gebraucht für den Final Boss. So. Hab den Part beendet. Ne, die Session beendet. Sagt mir so, okay. Fertig. Drück auf Capture drauf. Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass es aufgenommen hat. Das heißt, ich habe die Stunde eigentlich gespielt. Mich aufgeregt, alles umsonst gemacht, quasi, um euch das jetzt nochmal hier zu zeigen, wie ich das Final Boss gemacht, wie ich den Final Boss mache. Ja. Aber ich habe mich so aufgeregt wie eben. Also wirklich, das Spiel ist der Hammer. Ja. Das war ein Aufnahmefail von mir, das geht auf meine Kappe. Aber ich habe es euch nochmal gezeigt. Musste dann nochmal durch. Ich zeige euch den Abspann. Die Story beendet zu haben. Genießt sie. After the final temple had been destroyed, Dawn was furious. You have no idea what you've done. All the domains will be devoured and the universe as we know it will cease to exist. Aru could feel Dawn's power fade away as he felt a strange sensation. His physical form started to fade away as well. There was no pain, but Aru felt an overwhelming sensation of joy and peace rush through him. Before Aru regained his senses, everything went black. Aru wondered about this darkness. He felt odd and somehow all-knowing. He spent what felt like eternity, totally relaxed and at ease. Finally, Aru felt the urge to see life again. He focused his thoughts, and out of those thoughts, a small spiral of light appeared. That spiral grew until it exploded with vibrant colors, giving birth to four sisters, dawn, day, dusk, and night. Whose essence came from the champion formerly known as Aru. So, das war der Abspann. Und jetzt mache ich noch die Credits, einfach um auch diese Luminox Games zu ehren für dieses Spiel. Und wie man es halt bei meinen Parts kennt, bei meinen Projekten, wenn ich halt die Credits abspiele, rede ich über das Spiel. Also, dann gehen wir das mal durch. Mitwirkende. So. Mitwirkende. Entschuldigung, nicht Mitwirkende. So. Da sind sie. Die Menschen, die mir den letzten Raub. Den letzten Nerv rauben wollten. So rum. Den Inkbohr. Ja, ich hab's ihnen allen gezeigt. Ich hab's ihnen allen gezeigt, Freunde. Wie gesagt, zu dem Spiel. Design. Super cool, genau mein Ding, ja. Wenn ihr irgendwann mal Spielentwickler seid, sagt mal so, ach, den Jiro, den kennen wir eigentlich nicht, aber wir finden trotzdem mal so ein Spiel, was mit so einem Design ist. Küsse ich euch die Füße für. Also wirklich, das Design ist super geil. Da würde ich 10 von 10 Punkten geben. Der Hammer. Dann, Schwierigkeitsgrad. Freunde, wenn ihr Bock auf so Spiele habt, so Plattformer und die euch einfach zerreißen, ja, spielt das Spiel. Wirklich, das ist super cool. Was, also, ich verstehe das nicht. Ich finde es halt ziemlich cool, wenn man nicht mich über Spiele aufregen kann, weil ich genau weiß, dass ich dann da Ehrgeiz habe, das Spiel zu schaffen, ja, mich da durchzubeißen. Und deswegen macht das Spiel halt, das macht es halt so außergewöhnlich, finde ich. Und deswegen, wenn ihr auch Bock auf sowas habt, spielt das Spiel.
lege ich euch ans Herz. Schwierigkeitsgrad gebe ich dem aber alles hier nur 8 von 10. Nicht 10 von 10, weil ich wirklich schon Spiele gespielt habe, die schwieriger sind. Super Meat Boy. Und, was gibt's noch zu sagen? Soundtrack passt, finde ich, zum Design. Schön gemacht. Da gebe ich 6 von 10. Und Story. Gut, ist halt ein Indie-Game. Ja. Kann man nicht so viel zu sagen. Ja. Ich denke mal, für ein Indie-Game-Spiel gebe ich dem eine 5 von 10. Ist halt. Ja. Haben es halt probiert. Sag ich mal. Und, ja. Das war Arus Awakening. Das Projekt hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Auch wenn ich es manchmal nicht so rüberkam, als hätte es mir Spaß gemacht. Aber es hat mir Spaß gemacht. Alles in allem gebe ich dem vom Spaßfaktor her und vom insgesamt vom Allgemeinen gebe ich dem Spiel einfach, würde ich ihm 7 von 10 Sternen geben. Glaube ich. Oh, ich glaube, das ist ganz solide. Ja, gut. Ein Appell an euch, beziehungsweise ein Dankeschön noch an euch. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt bis hierhin. Und mal gucken, was ich als nächstes spiele für ein Indie-Game. Ja, das war Arus Awakening. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Indie-Game wieder in die Ecke. Euer Nieren, yes out. Lasst den dritten Schritt. Yes, sir.